Am Beginn der neuen Handelswoche steht die Warnung einer Großbank. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Gemeint ist aber nicht die Deutsche Bank. Die ist sowieso eine einzige Warnung. Die Deutsche hat ja, wie Sie vielleicht wissen, am Wochenende jetzt bekannt gegeben, viele, viele tausend Stellen zu streichen, sich komplett aus dem Aktienhandel zurückzuziehen, Umstrukturierungskosten von vielen Milliarden Euro. Wird das Verschlingen, Ausgang des Experiments extrem ungewiss? Nein, hiermit ist gemeint die Warnung von Morgan Stanley, die heute gesagt haben, respektive heute Nacht gesagt haben, wir stufen die Aktienmärkte, die globale Performance für Aktienmärkte herunter, vor allem für den US-Aktienmarkt. Und wir wollen uns mal die Begründung anschauen, denn die bringt, glaube ich, das auf den Punkt, was man generell an Grundwiderspruch derzeit an den Märkten hat. Da sagt man nämlich, die positiven Effekte einer lockeren Geldpolitik, die absehbar ist, die Bank rechnet mit Zinssenkungen durch die Fed, die würden aufgehoben, überkompensiert durch die negativen Effekte des schwächeren Wachstums. Also die Schwäche des Wachstums wird sich deutlicher niederschlagen als die positiven Effekte von Zinssenkungen. Und hier sagt man, da braucht man nur in die letzten 30 Jahre zu schauen. Da war das immer so, dass wenn sozusagen das Wachstum sich abschwächt, dann auch Zinssenkungen nur mildernd, abdämpfend wirken, aber insgesamt nicht die ganze Geschichte positiv drehen. Und deswegen sagte Morgan Stanley, dass sozusagen genau das der Hauptgrund ist, warum wir jetzt schlechtere Zahlen von Unternehmen sehen werden. Das ist der erste wichtige Grund. Der zweite wichtige Grund, so Morgan Stanley, ist, dass die Saisonalität zwischen Mitte Juli und Anfang Oktober sehr, sehr schlecht ist. Liquidität dünnt aus und vor allem würden die Märkte dann auf die Quartalszahlen des zweiten Quartals reagieren. Und da ist man ja noch sehr, sehr optimistisch. Vergleichsweise optimistisch. Schauen wir uns mal die derzeitige Lage an. Man erwartet für das zweite Quartal, hier Daten von FactSet, minus 2,6% der Earnings. Damit hätten wir dann eine Earnings Recession, eine Rezession der Gewinne, weil wir schon im ersten Quartal negativ waren. Und bei zwei Quartalen hintereinander spricht man dann von einer Earnings Recession. Das Ganze soll dann mehr oder weniger noch ein bisschen weitergehen im dritten Quartal. Im vierten Quartal dann plötzlich ein Anstieg von 6,7%. Dann in 2020 sogar 12% nach oben. Also man rechnet kurzfristig so ein bisschen mit Schwäche, aber dann wird alles wieder richtig super. Und hier sagt Morgan Stanley, das wird eher nicht so sein, sondern wir werden Enttäuschungen bekommen, weil sich dieses schwächere Wachstum praktisch übersetzen wird in schwächere Ausblicke der Unternehmen, in Senkungen der Prognosen für das Gesamtjahr, so sagt es Morgan Stanley. Was haben wir noch? Wir haben heute, und apropos Schwäche des Wachstums, die Industrieproduktion nicht aus den USA, sondern aus Deutschland um 8 Uhr, genauer gesagt. Da ist noch der frühe Montag Ursache des Fehlerteufels. Jedenfalls 8 Uhr haben wir die deutsche Industrieproduktion, das einzige Datum, das relevant ist heute. Und wir sehen, dass eben diese Industrieproduktion massiv eingebrochen ist zuletzt. Wir hatten noch einen guten Sommer 2018, aber in diesem Jahr gab es nur einmal eine positive Zahl mit plus 0,2%. Wir hatten hier deutliche Einbrüche teilweise. Jetzt werden die Zahlen des Mai heute veröffentlicht. Also darauf wird zu achten sein, das ist dieses Thema weaker growth, schwächeres Wachstum. Und diese Schwäche des Wachstums führte dazu, dass wir an den Bondmärkten extreme Entwicklungen sehen. Hier Value of Global Bonds, die Anleihekurse steigen, während die Renditen eben weiter sinken. Aber da besteht eine gewisse Gefahr, dass der Markt eben sehr, sehr stark jetzt einseitig positioniert ist auf sinkende Renditen. Wir haben am Freitag gesehen, dass die Renditen eben wieder gestiegen sind nach den besser als erwarteten US-Arbeitsmarktdaten. Also das wird jetzt eine spannende Geschichte. Die Märkte sind sehr einseitig positioniert. Die Aktienmärkte sagen sich, hurra, wir haben eine lockere Geldpolitik, das reicht uns, und ignorieren schwächeres Wachstum. Die Anleihenmärkte sagen, guckst du, wir haben schwächeres Wachstum und eine ultralaxe Geldpolitik, das ist super, dann fallen die Renditen. Und im Endeffekt wird es dann wohl so sein, was hier Lisa Abramovic sagt. Wir sehen wahrscheinlich eine Periode des Return-Free-Risk, also des returnfreien, des gewinnfreien Risikos statt des risikofreien Gewinns. Das ist vielleicht die Krux, die man derzeit hat. Die Anleger flüchten in renditefreie Anlagen und gehen damit dennoch Risiken ein. Das ist vielleicht eines der großen Themen derzeit. Und da werden wir sehen, was in dieser Woche passiert. Wir haben, um ein bisschen Erotik jetzt mal gleich am Montagmorgen ins Spiel zu bringen, Mario Draghi,
Die EZB wird nämlich in dieser Woche sich äußern. Wir haben dann Dienstag und Mittwoch Aussagen von Jerome Powell. Das wird also sehr, sehr wichtig sein, nachdem die Märkte jetzt so am Schwanken sind, ob jetzt noch wirklich 100% sicher ist, dass im Juli, Ende Juli die Fed die Zinsen senken wird. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine 0,5er Zinssenkung ist deutlich gesunken mit den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag. Schauen wir uns die Charts an und gucken mal hier, was da los ist. Hier sehen wir den Dow Jones, 26.803 Punkte. Wir sehen negative asiatische Märkte, weil man sich sagt, mit diesen Zinssenkungen, da haben wir uns vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Dann eben auch die Warnung von Morgan Stanley, die Geschichte um die Deutsche Bank. Wir sehen Iran-Spannungen weiter nach Aussagen von Donald Trump. Seid vorsichtig, sagt er, der Iran wird nie eine Atombombe bekommen. Das werden wir verhindern. Der Iran hat ja ein gewisses Limit der Urananreicherung am Sonntag überschritten. Wir sehen den Chart des S&P 500 jetzt bei 2900, knapp 78 hier mit dem Anstieg eben auf die 3000er Marke auf Future-Basis. Am Kassamarkt wurde dieser Wert nicht erreicht. Wir haben dann den DAX, wie er sich jetzt präsentiert, bei 12.515, 14 aktuell. Wir sehen den Nikkei etwa 0,8% schwächer. Dementsprechend reagiert der DAX auch darauf. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,1228, 29 aktuell. Nach den stärkeren US-Arbeitsmarktdaten am Freitag gab es ja zunächst mal Dollarstärke. Wir haben das Gold, das wieder über 1400 steigen kann, und wir haben auch das amerikanische Crude Oil, das sich am Freitag erholen konnte wegen den stärkeren Arbeitsmarktdaten, jetzt aber ein bisschen zurückkommt bei 57,45 Dollar. Also, wir haben die Situation, dass wir eine insgesamt dünne Nachrichtenlage haben. Wir haben aber in dieser Woche die EZB, wir haben zweimal Auftritte von Jerome Powell. Das wird natürlich sehr, sehr entscheidend sein. Wir werden sehen, wie dann die US-Berichtssaison reinkommt. Da sind die Erwartungen gemäßigt negativ. Wir hatten eine sehr negative Erwartung für die Quartalssaison im ersten Quartal, sind jetzt so moderat pessimistisch, haben aber letztendlich miserable Daten in der Zwischenzeit bekommen, die vielleicht, so sagt es zumindest Morgan Stanley, zu mehr Pessimismus animieren sollten. Wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diese Woche, meine Damen und Herren. Bis dann, Servus und Ciao.